So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, wir schauen wieder mal ins Auktionshaus rein mit meinem Haupttrader. Ein bisschen was ist ja hier immer noch zu machen, ja. Auch wenn ich jetzt fast wirklich nichts mehr habe, das ist der absolute Rest. 100 C4-Tränke sind noch da. Die kosten heute ganze 80 Silber, also ja. da habe ich mir jetzt doch mal gedacht, behalte sie doch mal noch ein bisschen, die 100 Stück, weil 80 Silber, das tut schon echt weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Jusas herzhafter Eintopf ist noch ein bisschen da. Ja, ansonsten halt diese Gammelrunen hier, die ja sehr schlecht weggehen. Und Automatikhammer habe ich ja beschlossen, einfach auch noch zu behalten. So, und das war's, ja. In der Gildenbank ist nichts mehr drin. Das haben wir uns ja gestern auch schon alles angeguckt. Und ich habe euch auch gestern schon gesagt, dass ich jetzt hier Schluss mache mit dem Auktionshaus-Trading, mit An- und Verkauf, bis das neue Add-on beginnt und ich meinen Fokus einfach darauf lege, meinen Main ein bisschen, ja, up-to-date zu bekommen, ein bisschen was noch abzuquesten und mir einfach, ja, die neuen Sachen, die jetzt in den 6 Jahren dazugekommen sind, einfach klarzukommen damit, weil ich merke, es fällt mir echt schwer. Es ist so vieles anders und neu und umfangreicher, als es mal war. Nun gut, aber wir können immer noch ein bisschen was machen hier und immer mal reinschauen. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe ja schon die ganzen Items hier aus den Favoriten rausgenommen. Das heißt, das ist schon alles hier bereit, geputzt, sauber gemacht und sortiert entrümpelt sozusagen fürs neue Addon. Und heute sehe ich doch hier echt was Schönes. Und zwar spektraler Grog vor lauter Aufregung hier. Kostet heute wieder mal nur 150 Gold. Ich habe direkt mal 20 Stück gekauft, wie ihr hier seht, weil ich hatte ja auch schon wieder keinen mehr. Und der war in letzter Zeit ja echt richtig teuer die ganze Zeit. Da sind wirklich etliche drin, schaut mal. Also man könnte jetzt theoretisch alle hier rauskaufen und direkt wieder einstellen mit Gewinn, ja. Ich dachte mir, ich lasse euch auch noch ein bisschen was übrig. Und habe mal nur 20 Stück gekauft, ja. Ich möchte jetzt hier keine riesen Warenlager ansammeln und ich möchte jetzt auch meine 1,5 Millionen nicht kaputt machen. Also deswegen wäre das jetzt für mich zu viel auszugeben, ja. Ich möchte meine 1,5 Millionen jetzt auf jeden Fall behalten und keine so riesigen Invests machen. Aber das ist wirklich mein ultimativer Tipp für heute. Die anderen Items habe ich nicht mehr drin in der Favoritenliste, da kann ich euch nichts mehr sagen dazu, weil ich die schon rausgenommen habe. Wenn ihr da noch was habt, dann schaut bitte selber. Aber hier, das ist absolut Item des Tages für mich, spektraler Grog für 150 Gold. Also deckt euch ein, wenn ihr Lust habt, mit diesem Item zu traden. Und das Gute an dem Item ist ja, dass das einfach erhalten bleibt, egal ob eine neue Erweiterung kommt. Das bleibt einfach, da muss man nichts loswerden und das überdauert halt mehrere Erweiterungen. Also kauft hier heute ein, ich habe gerade schon eingekauft, ja. Schauen wir mal hier noch schnell. Ja, das ist der Rest, den ich halt noch habe, die Runen da, ja, die werde ich noch eine Weile im Inventar haben, schätze ich. Automatikhammer, der heute auch ziemlich günstig ist. Immer noch. Ja, dann halt hier C4-Trank, aber das ist gerade echt zu übel. Also wenn ich hier alle einstellen würde, hätte ich ganze 4 Gold und 50. Ah, nee, Quatsch. Blödsinn. Das ist die Einstellgebühr. Nee, 80 Gold, aber das ist ja trotzdem voll wenig. Also ich warte hier mal ein bisschen. Vielleicht geht es doch nochmal hoch. Das ist mir jetzt dann doch zu übel, ja. Das für 80 Silber eins zu verschleudern, wo ich das im Schnitt für 15 Gold, was ja auch schon günstig war, eingekauft habe. Also nee, da warte ich jetzt mal. Dann haben wir hier Users Eintopf. Ja, auch halt wie immer billig, billig, billig. Habe ich auch noch ziemlich viele, ja. Lasse ich jetzt mal eine Weile liegen. Ich habe schon fast gar nichts mehr, deswegen ist es jetzt okay für mich. Ja, mehr habe ich halt nimmer und ja, wie gesagt, spektraler Grog unbedingt einkaufen. Dann schauen wir mal hier in den Briefkasten rein. Oh ja, ich habe sogar 40 Stück gekauft, sehe ich gerade, für insgesamt 6000 Gold. Also die kann ich auf jeden Fall
mit einem schönen Gewinn wieder verkaufen. Und es macht auch nichts, wenn ich die eine Weile jetzt behalte und das ein wenig dauert, bis die rausgehen oder so, weil bleibt uns ja erhalten, müssen wir nicht loswerden. Und wir schauen mal hier rein im TSM. Die Ausgaben für den spektralen Grog sind auch gesunken jetzt bei mir. Also mein Durchschnittseinkaufspreis, der liegt jetzt bei 143 Gold. Das heißt, es ist super, ja. Ab 150 ist wirklich ein mega guter Preis einzukaufen. Ich meine, billiger geht immer, aber ist nicht so oft drin für noch weniger. Für 150 haben wir es öfters mal drin. Also das ist ein super Preis, das einzukaufen. Wir können auch mal auf die Einnahmen mit dem Item schauen. Also hier Durchschnittsverkaufspreis ist bei mir 193, ja. Da hätte ich dann schon, wenn wir jetzt mal die 5% Provision mal außer Acht lassen, für 143 eingekauft, für 153 verkauft, bedeutet 50 Gold Gewinn an einem Stück. Und das ist ja nicht schlecht, ja. Auch wenn sich der jetzt nicht so viel rausverkauft, also ja, wird nicht so arg viel verkauft, ja. Die verkaufte Anzahl hier von 573 stimmt nicht, das ist, das war schon viel mehr, das rechnet hier nicht mehr den Gesamtzeitraum, wo ich das Item schon verkaufe, sondern bloß einen kleineren Zeitraum, ja. Aber es wird halt weniger gekauft als jetzt zu guten Zeiten, jetzt eine Flask oder ein Buffhut oder sowas in der Art oder eine Rune. Aber trotzdem wird es gut gekauft und man muss sich ja auch keine Sorgen machen. Man kann es einfach eine ganze Weile liegen lassen, wenn gerade nichts geht. Und ja, habe es auch schon teurer verkauft und insgesamt hier auch schon über 100.000 Gold damit eingenommen. Also das ist ein schönes, stabiles Item, finde ich, ja. Deswegen kann man das gut heute sich einkaufen und holen. Ja, und dann habe ich hier noch ein bisschen was rausverkauft, wie ihr seht. Auch für billig alles, ja, habe aber, wie gesagt, halt einfach keine Lust mehr. Ich möchte jetzt das Zeug loswerden, damit ich hier mit dem Haupttrader wirklich nur noch ganz kurz gucken muss nach spektralen Grog, nach Automatikhammer und eventuell mal noch ein bisschen drakonische Runen, wenn ich ja ein Schnäppchen sehe und nicht mehr so viel hier vom Auktionshaus hängen mit dem Char, weil ich möchte jetzt halt, wie gesagt, mit meinem Main noch ein bisschen was nachholen, damit ich gut ins neue Addon reinstarten kann. Ja, ich habe hier 40 spektrale Grog für 150 Gold gekauft, insgesamt 6.000 Gold ausgegeben. Das ist in Ordnung, finde ich. Viel mehr mag ich im Moment nicht investieren an Gold. Die 1,5 Millionen möchte ich auf jeden Fall hier stehen lassen. Also das soll hier jetzt nicht mehr drunter gehen, bis das neue Addon beginnt, weil ich da eben das Gold zum Investieren brauche. Ich schreibe es mal auf. 8.950 mit diesem Char. Und nehme alles raus. So, und dann habe ich hier heute 1.576.000, ja. Ich habe jetzt 6.000 Gold ausgegeben. Also hätte ich jetzt, wenn ich nichts ausgegeben hätte gerade, hätte ich jetzt 1.582.000, ja. Also wir nähern uns schon in ganz kleinen Schritten den 2 Millionen. Das ist auf jeden Fall super. Auch hier gegen Ende noch, glaubt immer noch ein kleines bisschen was rein. Und die anderen Chars machen ja auch noch mit. Ja, okay, ansonsten zur allgemeinen Lage mit dem Trading und mit dem Goldfarmen im Moment möchte ich euch noch kurz eine Info weitergeben, also dass diese aktuellen Verbrauchsgüter wie Buffhut und Flask und so, dass damit nichts mehr geht, das wisst ihr ja, ja, da haben wir jetzt ausführlicher drüber gesprochen und dass da einfach die Devise absolut lautet, werdet eure Sachen bitte los, weil das wird nicht besser werden. Und auch mit Rezepten und Pads geht im Moment eher weniger, weil wir halt gerade einfach das Sommerloch haben, es wenig los ist im Moment hier. Hier, wir sehen es ja auch zum Beispiel am Preis der Marke, 405.000 ist auch ziemlich viel. Und ich habe jetzt noch mitbekommen, mir hat jemand auf YouTube einen Kommentar hinterlassen, vielen Dank dafür, dass Transmog hier im Moment
wieder ganz gut geht. Also vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch, wenn ihr auch Goldfarmer seid und ihr da Spaß dran habt, an Transmogier zu farmen und zu traden, dann wäre das vielleicht eine Überbrückung für euch. Meins ist es nicht. Ich habe keine Lust auf Transmogier, weil es mich selber auch null interessiert. Aber vielleicht hilft es ja jemanden von euch weiter, diese Information. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Traden, bei allem, was ihr hier so macht. Ich will Erfolg noch beim Items loswerden. Spektraler Grog bitte kaufen. Ja, sagt nicht, ich hätte es euch nicht gesagt. Also bitte nutzt es, nutzt die Chance und deckt euch ein. Ich schau mal, vielleicht kaufe ich noch ein paar raus. Mal gucken. Auf keinen Fall komme ich auf die 1, unter die 1,5 Millionen. Oder vielleicht sinkt es ja auch noch ein bisschen. Vielleicht sind nachher noch ein paar Schnäppchen drin. Für 120 das Stück oder für 100. Ja, ich habe auch schon ein paar für 6 Gold eingekauft, wie ihr seht. Ja, okay. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Viel Erfolg. Ja, danke fürs Zuschauen und noch einen wunderschönen Dienstag für euch. Tschüss.